Hallo und willkommen zum Mila iView, heute mit Jennifer Gettys. Jenny, hi, grüß dich. Du, wir kennen uns ja aus Kienbaum, die Europameisterschaft, Bundesliga. Für dich läuft es ja sehr gut. Du hast die Europameister gespielt, zweiter Platz. DFB-Pokalfinale hast du gewonnen. Jetzt das Ziel, deutsche Meisterschaften. Erzähl mir ein bisschen was dazu. Hast du dir das genauso vorgestellt, wie es zurzeit läuft in deiner Volleyballkarriere? Ja, also so schnell kann ich das alles noch gar nicht realisieren. Das ist ja jetzt meine erste so wirklich richtige Saison bei einem richtigen Club. Die letzten zwei Jahre waren ja beim VCO. Ja, und dass wir jetzt uns gleich den Pokal geschnappt haben und dass wir jetzt im Playoff-Halbfinale jetzt gerade 3-0 gewonnen haben, das geht alles noch ein bisschen schnell. Ich brauch da immer ein bisschen Zeit, bis ich das so realisiert habe. Ja, ich hoffe, dass dieses Jahr noch die deutsche Meisterschaft dazu kommt. Das wäre natürlich das Highlight dieses Jahres. Also zu toppen geht's fast gar nicht mehr. Du bist ja noch ein Youngster, aber hast ja trotzdem schon internationales Flair geschnuppert, warst ja auch im Nationalteam der U20, glaube ich, oder U18, also Jugendnationalteam, warst da viel unterwegs. Ist der Unterschied jetzt sehr groß zwischen Jugendnationalteam und dem A-Kader, also so von der Atmosphäre, wie man halt aufgeregt ist und so? Ja, also generell kann ich sagen, dass es schwer ist, Nationalmannschaft und jetzt hier die Clubmannschaft Vilsbiburg zu vergleichen. Es ist halt immer, bei der Nationalmannschaft ist man natürlich viel aufgeregter, weil man hier seine Flagge auf der Brust hat. Und dann, ja, während im Club, ja, das ist halt eine längere Saison, man hat länger Zeit, sich kennenzulernen, das ist besser, sich besser abzustimmen und ja, da gibt es halt. Ja, die Ziele sind vielleicht auch etwas anders. Ja, aber im Allgemeinen ist es halt Volleyball und es macht halt Spaß, es ist halt meine Leidenschaft. Ja, Jenny, du machst ja noch Schule zurzeit. Wie siehst du deine persönliche Laufbahn so in den nächsten paar Jahren nach deinem Studium? Vielleicht Ausland oder in Deutschland bleiben? Also jetzt kann ich sagen, dass ich mich in Deutschland hier eigentlich recht wohl fühle. Ich habe mein Studium gerade erst angefangen, ich bin im ersten Semester. Und da müssen natürlich noch ein paar folgen und ich muss mir da noch so ein bisschen reinarbeiten. Aber ich könnte mir schon vorstellen, in vielleicht 3-4 Jahren mal ein bisschen Luft im Ausland zu schnuppern. Aber momentan fühle ich mich hier in Deutschland sehr, sehr wohl und ich denke, dass die Tendenz auch eher auf Deutschland bleibt. Hast du vor, mit dem Sport also richtig professionell zu spielen, auch damit mal später Geld zu verdienen? Oder ist dir, sage ich jetzt mal, dein Job jetzt nach dem Sport wichtiger? Also meine Tendenz gerade ist noch, dass meine berufliche Ausbildung ja meinen höchsten Stellenwert hat und danach kommt der Sport. Aber der Sport macht mir halt ziemlich viel Spaß und man kann halt nicht beides gleich gut machen. Eines leidet halt immer ein bisschen darunter, aber ja, solange es mir noch Spaß macht, denke ich, das wird mein Studium immer so ein klein bisschen wichtiger sein. Was steht in nächster Zeit noch an, terminmäßig, Kader, Tour oder was auch immer? Ja, das nächste Highlight ist ja nächsten Samstag, Playoff-Halbfinale, ich hoffe, wir gewinnen. Und ja, dann das Finale hoffentlich und dann Ende Mai geht's los mit der Nationalmannschaft. Das erste Turnier ist in Montreux, dann folgt die European League. Und es zieht sich dann hin bis zur Weltmeisterschaft in Italien. Okay, du hast es nochmal erwähnt. Dein Terminkalender ist ja sehr vollgepackt. Viel Volleyball, jetzt Studium. Wie viel Zeit bleibt da noch für Freunde und Familie? Ja, eigentlich sehr, sehr wenig. Ich sehe meine Familie eigentlich ja, vielleicht alle 3-4 Wochen. Aber ich stehe im ständigen Kontakt, ist ja heute relativ einfach, ne? Und ja, also dadurch, dass ich halt Volleyball mache, ich habe mich ja dann für den Leistungssport entschieden und wusste, dass es so ist, dass ich halt wenig Zeit für meine Familie haben werde, aber ich weiß, dass die immer hinter mir stehen und die sind immer für mich da. Okay, Jenny, dann will ich dich nicht weiter aufhalten, dann bedanke ich mich für das Interview. Noch viel Erfolg für deine Volleyballlaufbahn und deinem Studium. Achso, was studierst du eigentlich?
Wirtschaftswissenschaft. Ah, okay, super. Dann bedanke ich mich, Jenny. Und tschüss.